Willkommen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation du dernier livre de Thomas Hettier, Herzfaden. Erstens möchten wir Ihnen ein paar Informationen über Thomas Hettier geben. Thomas Hettier ist ein deutscher Schriftsteller, der im Jahre 1964 in Treis geboren wird. Er hat Germanistik, Philosophie und Filmwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert. Seine literarische Karriere ist sehr furchtbar und hat früh angefangen. Thomas Hettier wird von Anfang ab in den ganzen deutschsprachigen Ländern sehr bekannt und beliebt. Er wurde im Jahre 2014 beschrieben als einen der besten Stilisten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur in der Neue Zürcher Zeitung. Für das Buch Pfaueninsel wurde er mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis ausgezeichnet. In seiner Erzählungen steht die Geschichte im Vordergrund und die Informationen sind immer sehr präzis und auffällig. Sein Werk ist durch einen fantastischen Ton, was Sprache und Themen angeht, charakterisiert. Die Themen seiner Erzählungen und Essays sind vielfältig. Die Natur, die Liebe, die Geschichte, der Blick der Menschen auf die Kunst oder die Wissenschaft. Es sind tiefe menschliche Themen, die für alle von Bedeutung sind. Die Schrift von Thomas Hettier steht in einer Mischung zwischen Tradition und Modernität, als Hettier klassische historische Themen in unserer Zeit aktualisiert. In der Tat wird in der Zeitung Die Zeit im Jahre 1992 geschrieben, dass Hettier sich mit einer coolen Sprachsinnlichkeit ausdrückt. Sein Ziel ist, dass alle Leute seine Geschichte verstehen können und er möchte neue Themen, die wir wahrscheinlich nicht kennen, ans Licht bringen. Pour notre cher public francophone, une petite explication s'impose peut-être. Qu'est, au juste, la Augsburger Puppenkiste dont le livre raconte la création? Eh bien, il s'agit d'abord d'une troupe de théâtre de marionnettes fondée en 1948 dans la ville bavaroise d'Augsbourg par Walter Oehmichen, sa femme Rose et leur fille Ola et Hannelore, surnommée Hatu, qui sert de protagoniste au roman. C'est avec les premières diffusions télévisuelles à partir de 1953 que la Augsburger Puppenkiste est devenue célèbre à l'échelle nationale en Allemagne. On y joue des pièces pour les enfants, adaptées de contes populaires comme ceux des frères Grimm ou des Mille et une Nuits par exemple, ainsi que des adaptations de romans plus récents comme ceux de Michael Ende ou Ottfried Preußler, mais également des pièces pour adultes comme l'Opéra de Katsu de Bertolt Brecht ou encore le Faust de Goethe. Le premier grand succès de la compagnie était l'adaptation du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui leur a ouvert les portes de la télévision au début des années 50. Parmi les personnages que la troupe a popularisés au cours des décennies se trouvent Jim Knopf ou Uwe, que chaque enfant en Allemagne connaît. La compagnie est restée une affaire familiale puisqu'elle est dirigée depuis les années 80 par Klaus Marschall, le fils de Hannelore Oehmichen. Les représentations ne sont aujourd'hui plus diffusées à la télévision depuis 2011, mais la compagnie monte toujours ses spectacles, parfois même filmés, comme leur film de Noël projeté au cinéma. Herzfaden commence par raconter l'histoire d'une fillette qui, après avoir assisté à une représentation de la Augsburger Puppenkiste, s'enfuit en pleurant. Elle passe par une porte en bois pour se retrouver dans un grenier sombre. Pire encore, elle a rétréci jusqu'à ne faire plus que la taille d'une marionnette. Éclairée par la lumière de son téléphone portable, elle finit par tomber sur un groupe de personnages bien curieux. Il s'agit de marionnettes de la Puppenkiste, accompagnée d'une grande femme mystérieuse qui s'avère être Hannelore Oehmichen, surnommée Hatu, la fille du fondateur du théâtre de marionnettes. Elle va lui raconter son histoire, celle de sa famille, de la guerre et de la création de la Augsburger Puppenkiste dans l'Allemagne d'après-guerre. Entre fantaisie et réalité historique, les deux narrations vont s'entremêler de plus en plus pour finalement former un récit universel sur la création et l'imagination. Im Roman gibt es also zwei Erzählungsebenen. Sie werden durch verschiedene Schriftfarben unterschieden.
Die erste Ebene, rot geschrieben, ist die der Fantasiewelt des Mädchens mit Hatü und den Marionetten auf dem Dachboden. Die zweite, in blau, ist die Geschichte Hatüs, ihrer Familie und der Entstehung der Puppenkiste. Ein ähnliches Verfahren gibt es auch im Buch Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Thomas Hettier lässt sich also bei seinem eigenen Werk von den Autoren der Puppenkiste direkt inspirieren, aber auch von anderen märchenhaften Geschichten. Auch an Alice im Wunderland muss man sofort denken, wenn das Mädchen durch die Tür zum Dachboden geht und dabei schrumpft. Dort ist das Geschehen auch zum Teil ziemlich nah an einem Marionettentheater. Doch dies wird immer wieder von der wahren Geschichte eingeholt, die von Krieg und vom Leben im Nachkriegsdeutschland handelt. Der Autor vermischt also im Buch zwei Stile, den vom Historienroman und dem vom Fantastischen. Und je weiter man kommt, desto mehr sind die zwei ineinander verflochten und kaum voneinander zu trennen. Das Buch ist auch schön mit Zeichnungen von Matthias Beckmann illustriert. Wie die Geschichten der Puppenkiste kann dieser Roman also dank seiner einfachen Sprache und der Mischung komplexer und fantastischer Themen sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen gelesen und geschätzt werden. Da krümmt die Hexe den Zeigefinger und lockt Hänsel zu sich, was schauerlich aussieht. Er solle doch bitte eine Marionette machen, die genau wie im Pole Poppenspieler einen Finger bewegen könne, hat Hatü den Vater angebettelt. Und nun freut sie sich ebenso sehr darüber, wie sie sich gruselt. Langsam geht Hänsel zu der bösen Hexe hinüber, seine hölzernen Füße klackern dabei über die Bühne. Gleich wird sie ihn in den Käfig stecken. Es ist, als wären die Marionetten lebendig und es spielte überhaupt keine Rolle, dass die Mädchen sie an ihren Fäden halten, so sehr sind sie in das Märchen versunken. Da reißt der Vater plötzlich das Spielkreuz hoch und die Hexe fliegt aus der Szene. Die Schwestern sehen ihn überrascht an. Das ist der Herzfaden, sagt er und zieht mit dem Zeigefinger eine unsichtbare Linie in die Luft von dem armen Hänsel zu ihnen. Der Herzfaden? Fragt Hatü. Der wichtigste Faden einer Marionette. Nicht sie wird mit ihm geführt, sondern mit ihm führt sie uns. Der Herzfaden einer Marionette macht uns glauben, sie sei lebendig, denn es ist am Herzen der Zuschauer festgemacht. Das hast du dir ausgedacht, Papa, ruft Ulla. Der Vater lacht. Er hat sich eine Jule angesteckt. Der Aschenbecher kippelt auf einer Ecke der Bühnenwand. Er zieht den Rauch tief ein und stößt ihn wieder aus. Mit der glühenden Zigarettenspitze zeichnet er wieder jene unsichtbare Linie in die Luft. Könnt ihr ihn denn nicht sehen? Da hören die Schwestern Applaus aus dem Wohnzimmer. Und als wollten sie das seltsame Wort schnell hinter sich lassen, stürmen sie zur Mutter hinüber. Wie waren wir? Fragt Ulla. Großartig! Und schon beginnt in der Küche die Nähmaschine zu rattern, während Hatü mit dem Vater vor der leeren Bühne steht. Weißt du, weshalb ich Marionetten so liebe? Fragt er. Hatü sieht ihn fragend an. Die Fäden, an denen sie hängen, setzen genau in ihrem Zentrum an, weshalb man denkt, ihre Bewegungen hätten so etwas wie eine Seele. Dabei folgen ihre Glieder bloß dem Gesetz der Schwere, das sie aber gar nicht kennen. So wenig wie Eitelkeit. Alle Menschen sind eitel und alle Menschen brauchen den Boden, um darauf zu ruhen. Marionetten aber benutzen ihn nur wie Elfen, um ihn zu streifen. Das macht ihre Grazie. Verstehst du? À travers l'histoire touchante d'une famille et de ses marionnettes, Thomas Hetcher donne à voir les conséquences de la guerre sur le monde des arts. L'extrait que nous venons de vous lire et de vous traduire explique non seulement le titre du roman, mais aussi éclaire le lecteur sur la véritable signification des fils de ces marionnettes. Ils servent à conduire les marionnettes. Ils sont les fils du cœur des marionnettes, mais aussi les fils de notre cœur. Mir hat das Buch auch gefallen. Es ist eine sehr schöne Geschichte, die auch wunderbar erzählt wird. Und je weiter man kommt, desto spannender wird das Buch, finde ich. Sehr gut gelungen fand ich, dass die zwei Geschichten wirklich zusammengehören, dass die eine eigentlich nicht ohne die andere ganz zu verstehen wäre. Diese Idee von den zwei Welten war wirklich eine hervorragende, die aus einer interessanten Geschichte ein wunderbares Buch gemacht hat.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette présentation et un grand merci à l'Institut Goethe. N'oubliez pas que vous pouvez tenter de gagner le livre qui a remporté le prix du livre allemand cette année. Toutes les informations pour participer sont dans la description de la vidéo.